Hey ho, meine Lieben, wir machen heute Chicken Wraps von der Feuerplatte mit Guacamole und Pak Choi. Und Spargel. Und Spargel, genau. Da muss ich ja den Text nochmal abändern. Egal, kriege ich hin. Was wir alles dazu benötigen, beziehungsweise die Guacamole wird etwas abgeändert, aber das zeige ich euch gleich da drüben. Wie wir sie ursprünglich gemacht haben, könnt ihr im Video 351a angucken. Und ja, so im Prinzip machen wir sie wieder mit einer kleinen Abänderung, aber die da drüben. So Freunde, das Problem bei dieser Guacamole ist, wir haben gestern während dem Einkaufen die schnelle Idee bekommen, ja, man sollte nicht hungrig einkaufen gehen. Und ja, dabei haben wir vergessen, Tomaten einzukaufen. Und deswegen nehmen wir eine Paprika. Allerdings eine gelbe, weil... Rot war aus. Genau, rot war aus. Aber egal, das wird mit Sicherheit auch lecker. Also Guacamole mit gelber Paprika. Ansonsten wirklich so wie im Video 351a. Die Guacamole mit der gelben Paprika wäre soweit fertig und... Mhm. Ich finde sie lecker. Schmeckt sehr lecker. Und die schmeckt wirklich anders als mit Tomate. Also man hat wirklich diesen Paprikageschmack jetzt mit drin. Geil. Einfach nur geil. Also wenn wir mal ein großes mexikanisches Essen machen, muss ich sagen, dann machen wir zwei Guacamole. Einmal mit Paprika und einmal mit Tomate. Also das ist mal richtig geil, der Unterschied. Gut, aber dann gehen wir wieder darüber. Oder sehen wir dann... Was sehen wir denn? Ja, wie es weitergeht. Ganz klar, Attacke. So, Freunde, ich habe unser Hähnchen hier klein geschnitten. Ob ihr hier jetzt Hähnchenfilets, Hähncheninnenfilets, Hähnchenschnitzel, Hähnchenbrust, was auch immer nehmt, das bleibt ganz allein euch überlassen. Wir haben jetzt zum Beispiel, weil wir ja Samstagabend noch schnell zum Shoppen gegangen sind, Hähnchenschnitzel geholt. Gut, dieses Mal tue ich aber ein Olivenöl gleich mit. Nein. Und dann zünden wir erstmal richtig durch mit Mexican Spice von der Grillshow. Ja, ist denn das überhaupt schon offen? Ja, klar ist das schon offen. So. Schauen wir mal, ob das uns schon ausreicht. Ja, ich glaube, ein bisschen was kann man noch mit reinballern. So, das reicht aber. Hoffe ich zumindest. Hm. Bisschen was wollen wir ja an Geschmack haben. Also Würz nach Geschmack. Wenn ihr jetzt natürlich ein anderes Gewürz nehmen möchtet, könnt ihr das auch machen. Es sind nur Rezeptvorschläge, was wir hier machen. Gut, einmal ordentlich durchmischen. Und dann darf das Ganze nochmal in den Kühlschrank. Darf sich noch ein bisschen entspannen. Aromen vom Gewürz ziehen. Ja, und wo geht's weiter? Nachher dann noch mit dem Spargel. Wir haben einen grünen Spargel und den Pak Choi. Und dann gehen wir eigentlich schon raus. Aber erst in ja, einer guten Stunde, weil heute wird mal wieder Patricia mit essen. Ich hoffe, dass sie heute mal vielleicht wieder mit vor die Cam kommt. Leute, ich kann es euch echt nicht versprechen. Ja, wenn die vom Arbeiten kommt, Leute, ist ja einfach kamerascheu. Also mir wäre es anders auch lieber. Naja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Also, wie gesagt, ich werde nachher bloß noch den Spargel hinten, die... Enten abschnippeln, abbrechen. Das kennt ihr ja, den Pak Choi.
Pack, Choi, halbieren. Ja, und dann sehen wir uns eigentlich schon draußen an der Feuerplatte. Attacke. Auch heute nehmen wir die Barbecue-Disc von Moesta. Ich habe jetzt hauptsächlich Kohlen in diesem Bereich hier gelegt. Also ein bisschen mehr als die halbe Platte. Holz liegt auch mehr in der Richtung. Auf der Seite liegt fast gar nichts. Gut, kann man nachher noch ein bisschen rüberschieben. Also ich möchte, dass die Hälfte richtig schön Dampf hat und die Seite etwas kühler wird oder bleibt. Ja, feuern wir es an. Ich habe ein paar Anzünder mit reingelegt. Sewa-Lappen mit Öl getränkt, einfach, dass es schneller anfeuert. Und ja, ich weiß nicht, ob man es jetzt so gut sehen kann in der Kamera. Also dadurch, dass die Platte herausgestanden ist, hat sich natürlich etwas hier abgesetzt. Heizen wir sie auf, wischen wir sie sauber runter, tun wir sie frisch einölen, wieder abwischen und dann ist das Ding wieder wie neu. So, erst einmal den Sewa-Fetzen hier anfeuern und der feuert uns dann eben die Anzünder mit an. Ja, alles gut. So Leute, wir haben es jetzt 7:45. Ich habe Hunger, die anderen sind noch nicht da. Und ich habe jetzt beschlossen, ich mache mir jetzt einen Wrap fertig für mich und kann damit ja das Video weitermachen. Und wenn die anderen kommen, dann kriegen die halt frisch gemacht. Schau mal da runter, was ich noch alles da habe. Langsam aber sicher habe ich das Gefühl, der Tisch hier wird zu klein. Also hier haben wir erstmal unser gewürztes Hähnchenfleisch, der Guacamole, da hinten ein Wrap. Da kann man gleich mal einen hier vorne hinlegen. Den brauchen wir ja nachher gleich. Spargel und den Pak Choi. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir an, das auf die Feuerplatte zu hieven. Und dann dürfte das Ganze auch schon gut sein. So. Ja, komm her. Gehen wir rüber, bauen wir zusammen. Jo, dann gucken wir mal, ob ich da halbwegs einen vernünftigen Wrap zusammenbaue. Ich weiß nicht einmal mehr, wie man den zusammenlegt. Erst einmal Spargel. Pak Choi schneide ich jetzt unten einfach ab. Boah. Schmeckt richtig geil. Auch so schon ohne Gewürz, ohne alles. Hier habe ich ein klein bisschen drüber. Ja, wenn mein Handy im Hintergrund tut, das liegt an Grillen mit Freunden. Wir sind da gerade in reger Korrespondieren. Naja, im regen Kontakt, um ja, das voranzutreiben. So, dann Hähnchen. Erstmal probieren hier. Mmh. Perfekt. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie man so ein Ding zusammenbaut. Habe ich schon lange kein Video mehr gesehen. Schon lange nichts mehr gemacht in der Richtung. Naja, ich hoffe, dass ich es noch hinbringe. Ja, reicht.
bitteschön von unser Guacamole, Paprika, da mit rein. So, wie war denn das immer? So, Web bauen. Na Leute, ich weiß es nicht mehr. Verdammt nochmal. Irgendwo wie so zusammenpflastern. Und das Ding dann so übers Eck. Nee. Ich glaube zuerst hier rein. Und dann zusammen. So. Ja, wollen wir da noch ein bisschen Öl drauf tun? Vielleicht hält es dann ein bisschen besser. So. Und den hauen wir jetzt wieder auf die Feuerplatte. Das stopfe ich noch ein bisschen weiter rein. Gut, gehen wir wieder rüber. Ja, ich habe noch Holzscheitel reingeschmissen. Einfach, dass die Feuerplatte schön heiß bleibt. Öl wieder. Dann wucht man den Wrap so drauf, tun den kurz anbrutzeln und dann drehen wir einfach um. Hoffe ich bloß, dass die Seite heiß genug ist. Na, leicht hält er schon. Ha, sieht das nicht geil aus? So, und wenn jetzt die zweite Seite hier noch fertig anknuspert, stelle ich schon mal die Cam um, damit wir nachher gleich ein Probiererchen machen können. Boah. Leute, er ist fertig. Er hält sogar, wenn er bloß nicht so verdammt heiß wieder wäre. Oh Mann. Muss ich mal jetzt wieder die Gosch verbrennen im Namen der Wissenschaft oder ja, fürs Probiererle. Oh, naja, beiß mal rein, probier mal. Bis jetzt noch Teigtasche erwischt. Geht ja noch. Damit ein bisschen Pak Choi. Also Leute, wer den Pak Choi noch nicht kennt, kauft euch den unbedingt mal, probiert den unbedingt mal aus. Es ist einfach lecker. Sinkt meine Kamera hier? Tatsächlich! Das Stativ gibt nach. Ich werde wahnsinnig. Meine Fresse. Nein, das mache ich jetzt nicht als Outtake. Das lasse ich jetzt einfach drin. Ich hoffe, ihr habt euch gerade köstlich amüsiert. Oh, hammerhart. Hammerhart. Nee. Oh, Scheiße, jetzt ist es noch heißer. So, aber jetzt das Eck hier. Ein bisschen mehr vom Gewürz hätte ich draufhauen können. Kann ich ja nachher noch bei den anderen. Gut, dass ich hier ein Testerle vorher gemacht habe, ein Probiererle.
Aber so dieses komplette Zusammenspiel jetzt vom Spargel, Pak Choi, Chicken mit Mexican Spice gewürzt und der Paprika Guacamole, es kommt richtig geil. Mmh. Und heiß. Besonders der Pak Choi ist heiß. Also im Prinzip habe ich ja jetzt das Fazit auch schon gesprochen, aber wir warten jetzt mal ab, bis die anderen kommen und da werde ich auf alle Fälle von denen auch noch ein Fazit fordern. Nur für euch. Bis nachher. Wir haben sie. Wir haben sie im Video. Patricia, wie schmeckt's? Fein. Komm, dreh dich um. Nein. Doch, die Leute wollen dich sehen. Nein. Doch, doch, nein. Doch. Die wissen, dass du von der Arbeit kommst. Das habe ich vorher im Video schon gesagt. Mm. Lecker? Fein. Aber jetzt schaust noch einmal schön in die Cam und machst Winke, Winke. Reingucken, reingucken. Lass mir. Jetzt komme ich von der Seite. Guck. Hier. Mann. Ich hoffe, du stellst dich nicht so trullerhaft an. Hau rein. Hoffentlich verbrennt er sich die Gosch. Nein. Schade. Oh. Und? Sehr lecker. Gut. Yummy. Ja. Ja, Freunde, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir die Patricia auch noch drin gehabt. Und Schatz, wie hat es dir geschmeckt? Sehr lecker. Wunderbar. Dann sind wir auch schon am Ende vom Video. Leute, wir sehen uns das nächste Mal. So, Freunde, so wie beim Asiaten sieht es natürlich nicht aus. Schatz, sie lacht da drüben. Warum sieht es immer bei dir aus, wie wenn sich das normal neu in der Dr. Kopf von dir lassen? Ja, ich weiß auch nicht, aber das Wichtigste ist, ja gut, so schlimm sieht es jetzt auch nicht aus.